Wie kann ich meinen göttlichen Kern, meine Intuition und meine innere Weisheit aktivieren und unterstützen? Ein total spannendes Thema, das, ich denke mal, dich vielleicht auch gerade beschäftigt und deshalb hast du den Weg jetzt hier zu uns auf diesen YouTube-Kanal gefunden. Mein Name ist Irmgard Anna Bronner. Ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du hier dabei bist. Und ein ganz herzliches Hallo sage ich zu meinem heutigen Gesprächspartner hier, zu Rudi Alexander Daniel in die Nähe von Dresden nach Taubenheim. Hallo lieber Rudi, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Irmgard Anna. Du hast dir ja das Thema heute ausgesucht, wie wir unseren göttlichen Kern, unsere Weisheit aktivieren und unterstützen können. Es ist natürlich eine Herausforderung, dieses Thema in einer gewissen Zeit hier so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, weil es ein ganz, ganz weites Feld ist. Aber ich bin mir sicher, du teilst wieder so tolle Impulse jetzt mit uns, dass ja, wir anschließend wissen, wie wir unseren göttlichen Kern da aktivieren können. Was sind so deine Gedanken dazu, lieber Rudi? Ja, die Gedanken bei diesem Thema ist vor allen Dingen, dass ich seit 25, 30 Jahren mich mit dieser Thematik beschäftige, aber immer nur so punktuell, weil es nicht greifbar ist. Ja. Also vielleicht, ich will es mal so starten, versuchen, das rüberzubringen, was bei mir abgegangen ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt so etwas wie eine göttliche Dimension. Mhm. Es gibt sowas wie Gott oder Namen, verschiedene Kulturen mit verschiedenen Namen und so weiter. Und dann habe ich für mich die Erfahrung gemacht, das haben vielleicht andere auch so eine ähnliche Erfahrung, dass wir diese Energie von Gott oder dem Göttlichen in uns tragen. Ich habe das einfach als göttlichen Kern bezeichnet. Es gibt andere, die sagen so Aspekte Gottes oder wie auch immer. Und ich glaube, um auf die Ebene der Physik das mal rüber zu bringen, es gibt ja ganz bestimmte Felder. Also es gibt einen Physiker, der Schmieke heißt der, glaube ich, der hat von Bewusstseinsfeldern gesprochen. Ja. Das heißt, wir haben in uns ein Feld, das ist Ausdruck der göttlichen Energie. Und dieses Feld, also diese göttliche Energie, dieser göttliche Kern, ist verbunden mit dem gesamten göttlichen Feld. Ja, und wenn wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Konzentration und mit voller Hingabe und Liebe diesem Feld begegnen in uns, dann haben wir Zugang zu diesem unendlich großen Feld und der göttlichen Feld, was im Grunde genommen überall ist. Wenn ich mit Liebe mich diesem Ganzen hinwende, dann bekomme ich auch Informationen von dieser göttlichen Ebene. Also es gibt meines Erachtens gar keine Trennung zwischen diesem Göttlichen im Außen und dem Göttlichen in uns. Nur da wir in der westlichen Welt aufgewachsen sind, sind wir sehr von unserem Verstand geprägt. Und deswegen geht es darum, dass wir die Schlüssel finden, die Türen finden, um die Türen aufzumachen zu unserem göttlichen Kern. Und das wäre so die Ebene von Intuition und von innerer Weisheit. Mhm. Und das ist aber, was ganz wichtig ist, meines Erachtens, das ist ein Prozess. Ja, also da kann ich nicht den Schalter einfach umlegen, sondern da muss ich mit viel Geduld, was ich jetzt auch nicht habe, mit viel Geduld dem begegnen und dann bekomme ich die Informationen. Da könnt ihr jetzt noch was zu den Chakren sagen. Also ich habe zum Beispiel innere Weisheit, die hat was mit dem dritten Auge zu tun, wo unsere früheren Leben gespeichert sind. Wenn ich mit Hingabe mich dieser Ebene öffne, also mit dem mein göttlicher Kern in meinem dritten Auge, dann kriege ich Kontakt zu früheren Leben, zu den Ressourcen früherer Leben beispielsweise. Und kriege Kontakt zu meiner inneren Weisheit und kann da ganz bestimmte Erkenntnisse beispielsweise abrufen. Ja, 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 klar, man könnte da ganz tief in dieses Thema einsteigen, die einzelnen Chakren und deren Bedeutung und so weiter noch zuordnen. Aber ich glaube, für denjenigen, der sich für das Thema interessiert, dem können wir durchaus die Rückenstärkung mit auf den Weg geben, dass er einfach völlig ohne viel Hintergrundwissen
seinem eigenen göttlichen Kern begegnen kann, indem er sich in der Richtung ja mental ausrichtet und sich mal hinhockt und ja sich mit dem Licht und mit der Liebe Gottes verbindet. Wenn wir von Gott hier sprechen, nochmal ein kleiner Hinweis, Klammer auf, Klammer zu, wir meinen das in keinster Weise mit irgendeiner religiösen Behaftung. Ja, und dann einfach sich vorstellen, wie man mit dieser inneren Weisheit Kontakt aufnimmt und einfach mal völlig unbedacht auch nach Botschaften, um Botschaften bittet und mal ganz neugierig dann ist, was da so an Impulsen, an Gedanken einfach aufkommt, ne? Ja, die Herausforderung ist, die Impulse, die kommen, die sind in der Regel nicht so einfach gestrickt, wie wir das gerne hätten, sondern die Impulse, die kommen auf einer ganz subtilen Ebene. So ein kleiner Hinweis über das Gefühl oder ein Bild, das auftaucht oder so. Und das, und jetzt geht es darum, dass wir mit viel Vertrauen unseren inneren Eingebungen uns hingeben. Dass wir unseren inneren Eingebungen vertrauen und ganz wichtig, dass wir uns ausrichten auf das Göttliche, das hast du schon gesagt, nicht religiös irgendwie gekoppelt, dass wir uns ausrichten, dass wir sagen, ich möchte jetzt Kontakt haben aus ganzem Herzen mit der Quelle des höchsten göttlichen Seins. Ja. Und dann Zeit lassen und dann reinspüren, was so kommt. Und du kannst natürlich auch diese Kontaktebene herstellen durch ganz bestimmte Übungen. Ne? Also ich komme jetzt so ein bisschen auch aus diesem indischen Kontext und da gibt es das Gayatri-Mantra und die Mantren, die waren ja früher, die hatten ja eine ganz hohe energetische und mentale Qualität. Da konntest du ganz viel bewirken, da konntest du ganz viel öffnen. Und den göttlichen Kern in uns zu öffnen, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das Gayatri-Mantra zu rezitieren. Mhm. Das Gayatri-Mantra ist auch an keine Religion gebunden, auch wenn es aus Indien kommt, sondern es ist ein Mantra, wo es darum geht, dass wir aus ganzem Herzen um Erleuchtung bitten, um Klarheit, dass wir auf der Erde verankert bleiben und nicht einfach abheben, dass wir unsere innere Liebeskraft stärken und so weiter. Mhm. Und eine andere Möglichkeit, um unsere Intuition, was ein Teil unseres göttlichen Kerns ist, um das zu aktivieren, ist die Soham-Atmung. Mhm. Und die Soham-Atmung ist mindestens genauso powerful. Das ist, kannst du mal kurz demonstrieren, also du atmest durch das linke Nasenloch ein und hältst das rechte Nasenloch zu und dann denkst du so und dann atmest du durch das rechte Nasenloch aus und hältst das linke Nasenloch zu und denkst Ham. Und so Ham ist Sanskrit und bedeutet, er ist ich, also er im Sinne von Gott ist ich. Also er ist mein göttlicher Kern, ich bin mein göttlicher Kern, ist das Göttliche. Ja. Und außerhalb von mir. Und letztendlich das göttliche Prinzip, ich bin nicht verschieden davon. Ja. Ja, und der Jesus Christus hat ja auch in der Bibel, so wird es überliefert, gesagt, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Gott und ihm, sondern mein Vater und ich sind eins. Ja. Das wäre dann die Stufe, wo wir schon unseren göttlichen Kern angenommen haben. Wir sind ja jetzt mehr oder weniger auf der Stufe, dass wir sagen, also ich bin das, ich bin Leistung, ich bin was weiß ich was alles, ja. Also ich bin alles Mögliche, was unser Leben so prägt. Ich bin gut, wenn und so weiter. Und wenn wir aber zu unserem göttlichen Kern immer mehr finden, dann spielt das andere immer eine geringere Rolle, ja. Und zum Schluss erkennen wir, dass wir eigentlich mehr sind als die Person, sondern ich bin das Göttliche und das ist nicht greifbar. Und das ist der Punkt, was ganz wichtig ist noch zu erwähnen. Wir müssen letztendlich akzeptieren, dass wir mit den Mechanismen und mit den Kategorien, mit denen wir normalerweise unser Leben gestalten, nicht unseren göttlichen Kern begegnen können. Mhm. Ja? Und wenn wir uns immer mehr dem Göttlichen in uns öffnen, ja, dann haben wir vielleicht das Gefühl, dieses Alltägliche tritt immer mehr in den Hintergrund, was uns so Sicherheiten, ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat.
und das Neue, also dieses Göttliche, was nicht fassbar ist, ja, das ist noch nicht so richtig da. Ja, und dann gibt es auch Menschen, die versuchen, diesem göttlichen Kern zu begegnen, indem sie versuchen, diesen Teil, der in jedem Menschen da ist und der unterschiedlich stark verschüttet, den zu verstehen. Das ist ein absoluter Rückschritt, weil es gibt niemand auf der Welt, der das Göttliche oder den göttlichen Kern verstehen könnte, aber es gibt, ich glaube, bei Millionen Menschen, die Gotteserfahrung gemacht haben oder einfach mit ihrer eigenen Intuition Erfahrung gemacht haben, wo sie ganz tief so das Gefühl haben, ja, dieses Gefühl kommt jetzt aus einer ganz wunderbaren Ecke in mir und ich verstehe zwar nicht, warum, ja, so deutlich und es ist so klar, ja, und dem vertraue ich jetzt. Der Verstand, der dann sich meldet, der hat keine Ahnung, was das betrifft. Ja, ja. Der hat viel Ahnung. Kannst du allen möglichen seinen Senf dazu geben, aber was das Göttliche und göttlicher Kern betrifft, hat er halt keine Ahnung. Ja, genau. Und der Verstand, der Denker, der greift ja auf Erfahrungen zurück, die er in dem jetzigen Leben, im jetzigen Körper gemacht hat. Ne? Genau. Das sind wir noch bei dem Thema Glaubenssätze und Prägungen und Blockierungen. Mhm. Und dieses Göttliche, man kann auch wissendes Feld, könnte man es auch so bezeichnen. Es gibt auch welche, die das als wissendes Feld bezeichnen. Da bekommt man dann auf einer ganz, ganz anderen Ebene einfach Informationen, sehr wertvolle Informationen, die einem auch die Rückenstärkung geben. Wenn man zum Beispiel an einem Scheideweg in seinem Leben steht, in welche Richtung geht es jetzt weiter oder was ist für mich jetzt die beste Entscheidung oder zum Wohle aller Beteiligten die beste Entscheidung und solche Dinge. Und wenn man da spielerisch einfach mal rangeht, jetzt zum Beispiel, weil man so deine Inspiration jetzt aufgenommen hat und merkt, dass es funktioniert, dann hat man einfach auch die Rückenstärkung, wenn es dann mal brennt, weil ich dann wirklich so richtig Informationen mal, ja, Rückenstärkung brauche, die lebensweisend sind, dass ich dann einfach wirklich die Rückenstärkung hat, dass es funktioniert. Ne? Sind das so die Dinge, die du auch von deiner Erfahrung her hier teilen kannst, Rudi? Ja, und das ist ein Prozess, dass wir am Anfang große Probleme damit haben, aber dann kann das immer stärker werden, das Vertrauen wird immer tiefer und in unserem göttlichen Kern ist alles, alles, was existiert. Also alle unsere früheren Inkarnationen, alle unsere Weisheit, all unser Wissen, das ganze Potenzial. Wir sind viel größer, als wir uns selbst sehen und darstellen. Wir sind unendlich powervolles Licht, unendlich viel Weisheit und das alles in uns und das alles in diesem Begriff göttlicher Kern ist gespeichert. Und dieser göttliche Kern ist mit allem verbunden. Ja? Also all das ganze Wissen, was überall im gesamten Universum und darüber hinaus existiert, das können wir anzapfen. Ja. Aber nur, indem wir mit ganz viel Hingabe, ganz viel Demut dieser Ebene begegnen, ja? Und uns nicht klein machen. Und dann auch den Impulsen, die als Antworten zu uns kommen, denen auch vertrauen. Ja, ja. Also ganz von der Praxis her wird das dann so ausschauen, dass ich mir ein Plätzchen suche in meiner Wohnung oder jetzt zu dieser Jahreszeit gerne auch rausgehe, zum Beispiel in den Wald oder irgendwo auf die Wiese, also in die freie Natur einfach, weil das kann nach meiner Erfahrung die Aufnahme zu den göttlichen Kernen auch nochmal sehr begünstigen, es mir erleichtern, weil da einfach eine andere Energie dann einfach herrscht. Und dann hocke ich mich einfach hin mit der mentalen Ausrichtung und verbinde mich. Ne? Genau. Und verbinde sich. Und das, wie gesagt, Natur ist wunderbar. Ja? Und man kann sich diesen göttlichen Kern auch so vorstellen, wir haben einen göttlichen Kern, der ist rein. Da ist alles enthalten. Und drumherum sind ganz viele Verpackungen und ganz viele Schichten. Und jetzt geht es darum, um deinen göttlichen Kern zu kommen. Also wir haben ja auch praktisch gesagt, Gayatri-Mantra, zur Hammeratmung. Jetzt geht es darum, auf der bewussten Ebene über Meditation und über den man negative Glaubenssätze auflöst und so weiter, diese Verpackung um den göttlichen Kern herum Stück für Stück
aufzulösen. Und wenn wir die ganzen Verpackungen aufgelöst haben, dann sind wir ganz an diesem göttlichen Kern. Und im alten Ägypten und im Indischen gibt es auch Begriffe dafür. Also in Indien sagt man Maya, also Illusion. Mhm. Also Maya, was unseren göttlichen Kern so umschließt, dass wir ihn nicht erkennen und fühlen können. Mhm. Das müssen wir also Maya müssen erkennen, dass viele Dinge Illusionen sind. Und im alten Ägypten hat man Schleier der Isis gesagt. Also Isis als ein Ausdruck von höchster göttlicher Energie. Und da gibt es einen Schleier drumherum. Und die Menschen sehen die Isis nicht, also das Göttliche, sondern nur den Schleier. Mhm. Das wäre dann auch ein Stück weit dieses Alltägliche. Ja. Einfach tun, ihr Lieben, wir können euch nur dazu inspirieren. Ihr könnt das alle, wenn du dich angesprochen fühlst, setz es einfach mal um, probier es aus und ja, wir freuen uns natürlich auch auf eure Kommentare, auf eure Erfahrungen. Tauscht das gerne hier im Kommentarfeld unter dem Video mit uns und ja, sind auch gespannt, ne, welche Erfahrungen ihr dann in der Richtung macht. Ne? Wir schicken euch eine herzliche Umarmung. Vielen Dank für euer Dabeisein, für euer Interesse und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die Irmgard und ja, Rudi. Tschüss. Tschüss.